I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far. Embrace for impact, fight your fears, embrace for impact. Fernando Alonso und Robert Kubica außenrum an Vitali Petrov und wir drehen uns weg. Könnte das Auto aber nochmal auffangen? Jensen Button, der verlangt sich Kubica überholt. Robert Kubica gewinnt den großen Preis von Malaysia. Button auf 2, 4 auf 3. Was ein Finish da vorne. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are close. Und wie Antonio Liuzzi sowieso den holen wichtige Punkte für Cross India und Kaufmann sichert sich P8. Gesplitterte Strategien bei Lotus, die Attacke gegen De La Rosa. Oh, Petrov crasht mit Sebastian Buemi. Der Frontflügel des Toro Rosso-Piloten ist futsch. Den Lotus hinter sich zu halten, dann eine gelbe Flagge. Da ist Barrichello in der Wanne. Hüften, nee, nicht hüften, bei Kobo. Er schiebt fährt im Hinten rauf. Großen Preis von Kanada und Simon Kaufmann beendet das Rennen auf Platz 2. Eine Runde Sieben. Gelbe Flagge. Massa hat sich gedreht. Gehe ich mal stark nicht davon aus. Und Kaufmann dreht sich weg. Wird zurückgesetzt. 20, 22, 24. Letzter Platz. Noch mal in die Box, Kaufmann überschießt, Block in die Box. Jetzt kann er ein paar Punkte gut machen. Wo ist Trulli? Trulli fällt über die Linie, Trulli! Und wo kommt Kaufmann? Ich sehe als Elfter! Liuzzi und auf dem Curb und da verliert er beinahe die Kontrolle, kann das Auto gerade noch mal auf dem Curb so abfangen. Und Simon Kaufmann überquert die Linie als Dritter.
Lewis Hamilton und Simon Kaufmann beendet das Rennen auf Platz 3. Und Kaufmann hat den besseren Ausgang, bremst ziemlich spät hinein, greift Liuzian und das gelingt ihm auch. Und das ist Platz 19, aber Drott und Chando kriegt er nicht mehr. Am Ende wird es doch noch der 19. Rang für Kaufmann. Und mit dem harten Reifen geht es über die Linie 1,44,725, das ist nicht schnell genug. Das ist kein Schaden und jetzt an Rosberg mit der, in der Innenbahn vorbei und auch direkt an Michael Schumacher. Das ist wichtig, an Schumacher vorbeizukommen, wenn Kaufmann Platz 8 in der WM haben will. Und der geht jetzt hier durch, als wäre es nichts, er ist schon auf 8 unterwegs. Durchführen, ja, das versucht er außenrum an Webber vorbei. Da haben wir Sebastian Vettel, an dem geht er doch gleich mit. Überholt das Weltmeisterteam. Miserabler Stopp. Button ist schon vorbei. Und wenn jetzt die beiden Fehler nicht gewesen wären, könnte Kaufmann vor Button rauskommen. Aber es ist nun mal so, Jenson Button führt wieder. Kaufmann hat wichtige Zeit verloren, aber hat noch ein bisschen Zeit. Punktlose Durchstrecke, wieder Punktation und das mit einem Sieg. Das wäre Gold wert für die Konstrukteure. Und für die Fahrer-WM in Sachen direkte Rivalen. Button gerät unter Druck. Kaufmann geht jetzt außen rum an Briten vorbei. Und das hat er auf sich. Ja, das ist Platz 1. Kaufmann führt den großen Preis von Abu Dhabi an. Und zur Bahn sind nur noch 3 mickrige Rennrunden. Und Kaufmann kommt jetzt in die letzte Runde hinein. Der Vorsprung auf Jenson Button angestiegen. Der beträgt mittlerweile 5,3 Sekunden. Und es ist der Rookie Simon Kaufmann, der jetzt in die letzte Kurve einbiegt und sich feiern lässt. Simon Kaufmann gewinnt den großen Preis von Abu Dhabi 2010. Eine ganz, ganz starke Leistung.